Die Wackelpartie geht weiter. Ich hätte fast gesagt, die Zitterpartie. Naja, ist es wirklich so zum Zittern? Eigentlich. Naja, lassen wir das mal so im Raum stehen. Was auf jeden Fall deutlich ist, sind steile Flanken und die haben wir jetzt auch gerade. Und weil es so schön ist und weil es eigentlich sich bestens abzeichnet auf das, worauf ich immer so Wert lege, zeige ich euch das jetzt hier im Minutenchart, denn da sehen wir jetzt aktuell gerade einen wunderschönen Schub nach oben. Also nach diesem letzten Hin- und Hergeeier, was wir hier jetzt beim Dow Jones haben, der kriegt ja so richtig den Hintern seit diesem Bereich hier oben nicht mehr hoch. Also wir haben viel Rücksetzer, die dann auch wieder kursüberschneidend sind. Das ist nicht mehr so toll. Aber ich will euch auf was anderes hinweisen, nämlich auf dieses hier im Minutenchart. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist diese Situation schon vorbei. Ich weiß auch noch nicht, ob das ein wirklicher Trade wird, aber das ist etwas, worauf wir immer achten. Eigentlich egal auf welcher Zeitebene, egal ob das im Minutenchart ist, ob das im Stunden-, im Tages-, im Jahreschart wäre, gut, das traden wir nicht so häufig, aber entscheidend ist, eine scharfe Aufwärtsbewegung, die haben wir und es zeichnet sich hier eine Abwärtsbewegung ab. Und wenn wir schon dran sind, können wir das Ganze mal versuchen, so ein bisschen aufzulösen. Nämlich, wie ist der Rücksetzer? Den Rücksetzer, den kann man auch ein wenig versuchen in Einklang zu bringen, was die Höhen angeht. Haben wir einen Rücksetzer, der die 38er-Marke erreicht? Jawohl, haben wir. Wir sind also hinreichend groß. Wir sind zwar nicht ganz symmetrisch, das ist nochmal etwas, was ich noch schöner, noch toller finde, wenn wir hier einen Rücksetzer haben, der symmetrisch ist. Das hätten wir bei 50%. Also, wenn wir Glück haben, geht der Kurs hier nochmal runter. Aber generell kann man sagen, dass die Abwärtsseite klar wackeliger, klar korrektiver ist als die Aufwärtsseite. Wir sind zugegeben auf, ja super, das war nicht gewollt, wir sind auf einem sehr kleinen Zeitrahmen hier, aber Schub nach oben haben wir und wenn wir jetzt hier was Wackeliges runterkriegen, wenn ich mir was wünschen darf, gerne in diese Zone und wenn wir diese Symmetrien hier hinkriegen, ist es natürlich besonders hübsch. Wir können auch nochmal gucken, ob wir da ein Cluster kriegen, aber das passt hier nicht. Wir haben hier viele Einzelmarken, die wild durcheinander liegen, also da ist jetzt nicht so richtig ein Cluster zu erkennen, deshalb lassen wir das Ganze jetzt mal weg. Aber wenn es hier bei der Korrektivbewegung bleibt, und wir dann das letzte Zwischenhoch hier nach oben durchstoßen, dann sind die Chancen ganz gut, dass wir sowas wie hier nochmal bekommen. So muss das aussehen. Der Teil ist schon super. Der Teil ist gerade in der Mache. Aber er ist auch noch nicht getriggert. Das wäre hier zum Beispiel dieses Zwischenhoch. Ihr seht, ich gehe nicht am höchsten Hoch rein, sondern immer am Zwischenhoch. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass die Abwärtsbewegung, diese Korrektur zu Ende ist. Es ist tatsächlich nur ein Indiz, natürlich kein Beweis, aber man muss sich an irgendwas festhalten. Und wer jetzt sagt, haha, siehste, also doch keine Ahnung, richtig, wir haben alle keine Ahnung, aber das Chance-Risiko-Verhältnis für so einen Trade wäre klassischerweise ein recht gutes, denn je nachdem, wo das Tief ist, vielleicht bleibt es bei diesem Tief hier, vielleicht geht es doch noch ein bisschen tiefer. Ich deute das jetzt mal hier nur so mit an. Aber dann hätten wir eigentlich eine Erwartung, wenn das doch die erste Bewegungswelle nach oben ist, dass die Korrektur ist, dass wir sowas Ähnliches nochmal bekommen. Das heißt, wenn wir da durchgehen, haben wir eine nicht unrealistische Chance, dass der Kurs dann auch tatsächlich hier hingeht, ungefähr in Richtung 100%. Das wären 35.440 beim Future jetzt hier im Minutenchart, also ganz kurzfristig. Aber dieses Verfahren lässt sich ja auch auf andere Zeiten und natürlich auch auf andere Märkte anwenden. Schaut mal, bei Gold hatten wir das ja vor kurzem, da ist er dann ins Ziel gelaufen. Nicht ganz so doll sieht es bei Silber aus. Ich will gar nicht die anderen Indizes groß angucken. Bei Silber haben wir eigentlich die ähnliche Situation und ich will das nicht euch ersparen. Ich möchte euch durchaus zeigen, dass es natürlich nicht zwangsweise ist, dass der Kurs dann immer nach oben geht. Aber ihr seht schon, dass dieser Silberkurs jetzt aktuell eben nicht diese Dynamik. Ich habe es ja angedeutet. Wenn wir vorne Dynamik haben, wenn wir in der Mitte eine Korrektur haben, dann müsste hinten eine Dynamik kommen, die genauso ist. Entscheidet ihr, ob das, was wir bisher hier bekommen haben, dieser erwarteten Dynamik entspricht? Und wenn ihr sagt, nee, entspricht es nicht, ja, dann kann man die Position auch schließen. Trotzdem kann der Kurs natürlich nach oben laufen. Aber es hat mit unserer Idee, nämlich, dass wir vorne Dynamik, ah, das war jetzt noch der falsche, aber dass wir hier vorne Dynamik haben und hinten Dynamik, der entspricht das nun mal nicht mehr mit dem, was wir hier kriegen. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, ah, so eine Situation versuche ich immer zu nutzen, mein Einstieg ist doch immer dieses Zwischenhoch hier an der Stelle, dann ist das für mich eigentlich eine ganz gute Situation zu sagen, okay, vielleicht hier reingekommen zu sein. Jetzt kriegen wir das nicht. Naja, jetzt können wir den Stop aber hier drunter ziehen. Wenn er da drunter geht, spätestens dann ist jedwedes Aufwärtsmomentum erstmal weg. Also anders bei Gold.
Da habe ich witzigerweise die Zeichnung wohl offensichtlich irgendwie gerade gelöscht. Aber bleiben wir mal hier beim Gold, wo er nach diesem Schub dieser Wackelkiste hier die Fortsetzung nach oben nochmal gemacht hat. Das hatten wir hier bei Silber nicht. Jetzt machen wir das der Fairness halber hier auch nochmal einmal im Stundenchart. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser wiedererkennen und blenden mal das Blaue da aus. Ja, also ihr seht hier, hat das funktioniert. Und der Kurs ist ja auch recht überlappungsfrei nach oben gelaufen, hat damit auch das 100%-Ziel gesehen. Hier bei Silber tut er sich schwer. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, ja, wenn du nicht willst, musst du ja nicht. Dann schließe ich die Position und sage mir, kleinen Gewinn, kleiner Verlust, das spielt da nicht die ganz große Rolle. Es geht darum, wenn es gut geht, haben wir eine gute Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn es schlecht geht, haben wir eben ein kleines Risiko im Verhältnis dazu. Und das passt dann meistens schon. So, also in diesem Sinne, mal meine Gedanken zu Silber. Gold müssen wir jetzt nicht nochmal angucken. Beim Dow Jones hatten wir heute sogar noch einen sogenannten Trade des Tages. Falls ihr euch da schon angemeldet habt, super. Falls nicht, dann meldet euch an für entweder Born for Trading, da gibt es solche Informationen, aber eben natürlich auch beim Trade des Tages, wo wir dann eben ganz konkret unsere Handelsmarken dazu angeben. Also in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und viel Erfolg.